Lilli Hollander plus René Adler sind wieder Eltern geworden. Es ist ein Mädchen, René Adler, 37, und Lilli Hollander, 36, sind wieder Eltern geworden. Das hat das Paar am Donnerstag, 17. November 2022, bestätigt. Die Schauspielerin veröffentlichte zuerst ein Video, in dem sie mit Ehemann René im Krankenhaus zu sehen ist. Lilli liegt im Bett und gibt ihrem Liebsten genaueste Anweisungen, welchen Belag sie auf ihrem Brötchen haben will. Unter anderem ist das Teewurst, ein Lebensmittel, das in der Schwangerschaft streng verboten ist. Den lustigen Clip kommentierte Hollander mit den Worten Butter. Wir brauchen mehr Butter. Obwohl Lilli und René die Geburt von Baby Nummer 2 anfangs nicht offiziell bestätigten, sammelten sich binnen weniger Minuten bereits zahlreiche Glückwünsche und liebevolle Kommentare unter dem Post. Hurra! Glückwunsch, du Butterbraut, schrieb unter anderem Gala-Moderatorin Annika Lau, 43. Wenige Stunden später dann die offizielle Bestätigung der schönen News: Lilli teilt das erste Foto mit ihrem kleinen Schatz. Mir fehlen die Worte. Ich versuche es trotzdem. Liebes Leben, danke. Danke, danke, danke. Ich liebe dich so sehr. Kleine Billy, dass mein Herz in tausend Teile zerspringt. Und jetzt geht's nach Hause zu deinem großen Bruder, der es schon gar nicht mehr abwarten kann, sick, schreibt die frisch gebackene Zweifachmama überglücklich unter die innige Aufnahme mit ihrer kleinen Tochter. Auch der stolze Papa teilt im Netz rührende Worte und ein erstes Foto mit seiner Billy, was ne verrückte Welt der Zeit. Und dann kommst du. Und für einen Moment, in unserer Bubble, ist alles einfach gut. Billy, ich werde jeden Tag alles für dich und deinen Bruder geben. Anführungszeichen. Gegenüber Gala verrät das Paar exklusiv, dass die Kleine es eilig hatte und einige Tage vor dem errechneten Termin im Hamburger Universitätsklinikum UKE auf die Welt kam. Das Mädchen ist 51 cm groß und wog bei der Geburt stolze 3000 Gramm. Die Kleine ist so niedlich. Es ist alles gut gelaufen. Wir genießen jetzt erstmal unser Glück, so Lilli. Ich werde nicht mehr unter Tränen versuchen zu stillen, dann gibt es halt die Flasche, sagte Lilli Hollander, 36, während ihrer Schwangerschaft im Gespräch mit Gala. Und weiter, ich will alles stressfreier gestalten, nicht mehr so unter Druck stehen. Auch die Anfangszeit genießen. Bei Söhnchen Kasper, 2, hatte es lange gedauert, bis die Schauspielerin schwanger wurde. Das zweite Kind war nicht geplant, umso größer war die Freude über die Schwangerschaft bei ihr und ihrem Ehemann. Als ich den Test gemacht habe, war ich bei meiner Mutter und er in Amsterdam im Fußballstadion. Ich habe ihm ein Foto vom Test geschickt und gutes Spiel dazu geschrieben. Da musste er sich erstmal eine ruhige Ecke zum Telefonieren suchen. Das Leben hat für uns entschieden. Anführungszeichen. Dass das Paar nach Söhnchen Kasper eine Tochter bekommt, hat es bereits im Oktober in seinem Podcast Mea Culpa, Schande über unser Haupt öffentlich gemacht. Auf Instagram sorgte die Ankündigung des Babygeschlechts zuvor für allerhand Aufmerksamkeit. Lilli Hollander posierte hüllenlos auf ihrem Bett. Lilli Hollander und René Adler sind seit Oktober 2016 verheiratet. Im Mai 2020 kam ihr Sohn zur Welt. Der ehemalige Fußballprofi spielte unter anderem für Bayer 04 Leverkusen und den Hamburger SV, seine Karriere beendete er 2019 bei Mainz 05. Lilli Hollander ist ein bekanntes TV-Gesicht. Sie war unter anderem in mehr als 400 Episoden der Soap Verbotene Liebe zu sehen. Verwendete Quelle: Instagram.com